73%. Wir steigern uns. Ich habe mir noch einen neuen Mitarbeiter gegönnt. Und hier werden wir jetzt mal ein kostenpflichtiges Add-on machen. Standalone-Add-on. Oh geil, du kannst... Hier wird wirklich an alles gedacht, ne? Standalone-Add-on. Add-on, was du für das Hauptspiel brauchst, ist ja geil. Ich mach, komm, Standalone. Neue Kampagne, finde ich geil. Komm, alles. Alles rein hier. Geil. Es ist so, es ist genial. Ich liebe diese Features. Ich liebe diese Features. Finde ich super. Echt genial. So, Controller Support, natürlich. Tastatur hat er noch nicht, hat er auch noch nicht. Ah, ich liebe... Leute, ich finde das Spiel geil. Ich habe den ersten Teil schon gespielt. Ich fand den super geil. Aber hier wurde er noch mehr verbessert. Bin begeistert von dem Game. Bin echt begeistert. Das ist der Hammer. Alter Falter, es ist der Hammer mal wieder. So, er macht ein Dialogsystem. Wir entwickeln Add-on und du bist hier am... Gleich braucht er eine neue Windel, so begeistert ist er. Ja, ich fühle schon ständig nach. Es läuft. Wir kriegen auch immer mehr Fans dazu. Was ist das denn hier unten? Ära der Legenden. 200% Chance, dass sich Legenden bewerben. Einige Fans hätten sich mehr Sprachen in Packs gewünscht. Okay. Machen wir als nächstes. Es gibt ein Add-on mit einem Sprachpatch. So, er ist fertig. Du kannst unterstützen. Oder auch nicht. So, Add-on. Add-on an den Publisher geben. Einige Fans hätten sich gewünscht, einsteigerfreundlicher ist. Okay, einsteigerfreundlich und links. Okay, in Ordnung. Stufe 6. Oh ja, das Add-on. 76%. Nochmal eine Steigerung. Jawoll. Es läuft, Leute. Es läuft gut. Hammer. Mehr Content bei 1000 Packs gewünscht. Okay, kein Problem. Kein Problem, wir legen nach. Wir legen nach. Es gibt ein kostenloses Update. Wir machen es kostenlos für Packs. Mehr Content, haben sie gesagt. Neuer Spielmodus. Steuerung, neue Musik. Komm, alles nochmal. Ja, komm, alles. So, mehr Sprachen haben sie sich ja auch gewünscht. Allein das, das kostenlose Update kostet 56.000, aber egal. So, du machst damit und du unterstützt. Klicke einen anderen Raum des gleichen Typs mit der linken Maustaste an, alles klar. Du unterstützt. So, das geht dann schneller. Geil. Ed Meier ist geboren, genau, Ed Meier ist geboren. Geil. Ah, guck mal, oh. Ihm ist kalt. Ihm ist kalt. Dann holen wir mal was. WC-Flur. Die Musik, ey. Ja, ist cool, ne? Es gefällt mir. Guck mal, Sitzbänke können wir hier hinbauen. Sputnik Cleaner. Dieser hochmoderne Reinigungsroboter beseitigt sämtlichen Schmutz. Cool. Wie geil. Elektroheizung. Sputnik 3000, genau. Komm. Drehen. Snapping machen wir mal aus. Der fahrende Impfstoff. Ja, machen wir ein bisschen Wärme. Ah, jetzt können wir es wirklich leichter drehen. Pflanzen wären vielleicht ganz nett. Aber ich mache jetzt mal Snapping wieder an. Ja, wer kennt es nicht? Pflanzen vorm Klo. Kaktus. So, alles für die Umgebung. Na? Bild. Tierzeichnung. Damit der Schiss direkt nicht in den Raum voll stehen, genau. komm, Teppich hier auch noch, komm. Und da noch einen runden Teppich hin.
Sehr gut. Alles gut. Sehr gut. Die Pflanze muss nur öfters mal getauscht werden. Medizinschrank haben wir. Wasserspender können wir hier noch hinpflanzen. Haben wir auch schon. Ein Radio. Wer kennt's nicht? Ein Radio im Flur. Why not? Na, wer kennt's nicht? Für den guten Sound am Arbeitsplatz. So. Lol, verpixelt, wie geil. Das könnten wir kaufen. So ein Schild an der Klotür mit Gasmaske. Betreten nur auf eigene Gefahr. Genau. So, es läuft aber nicht schlecht. Wir können uns dann auch neue Gebäude hier kaufen, wie es aussieht. What? Er ist fertig? Er ist fertig, sehr gut. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Jetzt entwickel doch mal eine Engine. Liste ist leer. Kann er nicht. Ist doch irgendwie komisch. Warum kann ich die Engine noch nicht selber entwickeln? Support. Qualitätssicherung. Untergenre. Produktion. Marketing. Support. Trainingsraum. Untergenre. Nehmen wir ein Untergenre mit. Das ist vielleicht nicht so verkehrt. So. Viele Fans sind begeistert von der Steuerung von 102 Pax. Hallo Gabit, Gabit TV. Herzlich willkommen. Und ja, hat was von Steam Hospital. Es ist total simpel, aber es ist genial. Ich mag sowas. Ich mag sowas. Ne? Man muss nicht immer High-End AAA haben. Es geht auch damit. Ganz ehrlich. Ich habe die Krawatte wieder schön. Oh Mann. Ed mag simpel, genau. Keep it simple. Ne? Du siehst ja, was bei rauskommt, wenn man so Spieler hat wie, He is a Simple Man, genau. du siehst ja, was bei rauskommt, wenn man so Spieler hat, wie Cyberpunk und so weiter, ne? Je komplizierter, je aufwendiger das ist, desto mehr kann es in die Hose gehen. Und das hier, ne, kleines Entwicklerteam macht ein Game, was süchtig macht. Besser geht's nicht. Ach ja, setz dich mal hin, genau, ruh dich mal aus. Genau. So, Add-on ist gleich fertig. Läuft. Was ist das hier? Anzahl der Auftragsspiele. Anzahl der Auftragsarbeit. Entwicklung 6. Okay. Ah, was erwarte ich, wenn du schon bei einem Schenkel in Ekstase gehst? Ich glaube, das wirst du mir immer irgendwie unter der Nase reiben, ne? Kann das sein? So, wir haben was fertig gemacht, das Add-on. Der wartet. Du, okay, unterstützen. Ach, ich meine, bis zum bitteren Ende, ja. Unterstützen, abbrechen. Okay, du machst nämlich mal... Du kannst auch kein Engine entwickeln, ne? Genau, das geht einfach noch nicht. Weil wir noch keine Dings hier haben. Dev-Kits erwerben. Können wir auch noch nicht. Wir sind noch ein bisschen eingeschränkt. Du machst mal eine Auftragsarbeit. Auftragsspiel. Pipe Quest. Mindestbewertung für Bonuszahlung 50%. Auf dem Nintendo. Das ist eben ein ewiger Schenkelklopfer, weißt Bescheid, ja. Komm, mach mal Kurzarbeit hier. Du machst das und du machst mal... Der macht ein Untergenre. Wir müssen mal ein bisschen Gas geben. MMO-Add-on. Ja, das ist ja natürlich noch klar. Kostenloses Update. Eine Fortsetzung. Remaster können wir auch machen. Spiel portieren. UFO Flight. UFO Flight. Ohne Engine. Ja, eigentlich müsste ich, ne, um da was richtig zu machen, müssen wir ein bisschen auf den Kacke hauen. Ah, verdammt, nee. Wir warten, bis die Engine, bis wir mal eine Engine hier haben. Du machst in der Zeit mal eine Auftragsarbeit. Ruhig mal ein. Kannst ja mal ein
Spiel machen. Pipe Quest. Mist, ich überlege gerade selbst, ob ich was zock. Schwank zwischen zwei Spielen. Denkspiel, Hauptthema, Pipe Quest, okay. Ohne Engine. Engine erwerben. Wir lassen das, glaube ich, mal so. Lädst du das Team eigentlich wieder hoch, Ed? Kommt drauf an. Ich weiß nicht, wie lange mein Festplattenspeicher reicht. Könnte heute ein bisschen knapp werden. Okay, okay, komm. Mach mal. Ich muss ein Hauptthema gewählt werden. Verdammt. Hauptthema. Raubtiere. Hauptthema. Hauptthema. Raubtiere. Der Auftraggeber hat dir die Grundvergütung in Höhe von 175.000 überwiesen. Die Bonuszahlung in Höhe von 87.000 erhältst du, sobald du den Auftraggeber das Spiel überreicht hast und die Presse das Spiel mit mindestens 50% bewertest. Also wenn du plötzlich weg bist, ist die Festplatte vollständig. Nein, nur die Aufnahme stoppt. Eigentlich wollte ich das jetzt hier gar nicht... was ich eigentlich aufnehmen wollte, wäre nachher auf jeden Fall Subnautica. Anno und so weiter lasse ich nochmal weg. Vielleicht noch Crash Bandicoot mit aufnehmen. Dawn of War habe ich ja eh die ersten Teile nicht mit aufgenommen, also... Und Red Alert, Uprising. Wie gesagt. Pipe Quest, Speaker Sound. Okay, du könntest... erstmal fertig machen. So, sehr gut. Mad Games Awards. Bester Soundtrack? Nein, beste... Ja, Entwickler des Jahres! Edward Studios! Ja! Ja! Schlechtestes Spiel des Jahres, Academy of Darkness. Ja, Ed. Lars. Es ist soweit, es ist soweit. Was ist los, Lars? Hau raus. Ah, Alter. So, stopp, stopp, stopp. Unterstützen. Mach mal, komm. Damit wir das schnell raushauen können. Hast du schon erwähnt, dass der morgige Stream nicht stattfindet wegen heute? Nein, das habe ich noch nicht erwähnt. Das habe ich noch nicht erwähnt. Ja, wir sind ja gerade noch am Anfang, ne? Also, Pipe Quest. Ja, guck mal. Guck mal. 77% auf Anhieb. Ein neues Exklusivspiel für Fairtech CF hat uns erreicht. Schauen wir, ob sich der Kauf lohnt. Das Spielprinzip zeigt kaum Schwächen und die Handlung ist auf hohem Niveau. Diese Grafik ist besser als die Realität. Kunst als Begriff wird dem Sound nicht im Ansatz gerecht. Es ist viel mehr. In Sachen Steuerung haben wir hier eine neue Benchmark. Anfangs stören die Schwächen, aber dann entsteht ein toller Spielfluss. Super. Wenn der Lars schon komplett durch den Wind ist, ja. Ja, 77% auf Anhieb. Geil. Abgabetermin erhalten, Mindestbewertung geschafft, Gewinn, ne? Geil. So muss das sein. Super. So, kannst du den denn auch unterstützen? Jedes Mal diesen blöden Schreibtisch. Kann man das nicht fixieren? Unterstützung abbrechen. Unterstützen. Können wir dich auch? Ne, den können wir leider nicht machen. Schade. Geil. Das ist Hammer. Rise of Edward Studios, genau. Das Spiel wurde gespeichert. Okay. Love it. Neue Plattform erhält ich. Astro Arcade. Neue Plattform erhält ich. Commander Dock 2000. So, du gehst mal hier kurz chillen. Oder auch nicht. Na gut, dann nicht. Dann geh wieder rein. Und dann kommt Kommandieren und Erobern raus. Genau. So, sobald du hier mal fertig bist. Ey, ich muss irgendwie an die Sachen rankommen. 2D-Liniengrafik. Wir haben 6 Millionen auf dem Konto. Wir könnten daran denken, eventuell nochmal ein größeres Häuschen. Gewinn 3 Millionen. 3 Millionen für UFO Flight, für unser erstes Spiel. Bei Entwicklungskosten von lächerlichen 44.000. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn?
Aber der ist gleich fertig hier. So, mal ganz kurz. Langsame Geschwindigkeit. Engine. 6 Millionen, gar nicht schlecht. Und im Spiel haben wir, ja, wir haben jetzt insgesamt 6,875 Millionen. Ed, du alter Millionen-Ed. Ich find's geil. Engine Features. Aha, jetzt können wir endlich ein neues Engine-Teil entwickeln. Sehr gut. Ein neuer Engine ist verfügbar. Adventure Game Engine. Ich bin ja echt schon überlegen, ob wir ein neues Haus hier holen. Und da mehr reinballern. Ob wir uns leicht steigern oder nur... Ich weiß nicht, wie viel kosten du? 31 Millionen! Alles klar. Das ist doch auch nicht viel größer. Eine Minimalgröße. Was kostest du denn? 2,9. Schön mit dem Basketballfeld. Okay, das wäre schon ganz geil hier, wenn wir das machen könnten. 274 Quadratmeter. Es sagt bloß, ich kann hier drüben auch noch weiter aufbauen. Das nebenbei hier behalten. Das ist ja geil. Das ist ja hart. Na dann. Bauen wir doch mal ein bisschen. Kannst du ja, das ist geil. Gefällt mir. So, Fenster, können wir hier Fenster reinbauen? Warum können wir keine Fenster reinbauen? Fenster, halt die linke Shift, um Fenster zu entfernen. Das wollen wir nicht. Ist ja hart. Okay, wir können nur hier ein Fenster reinbauen. Dann kommen, bauen wir da ein Fenster rein. Finde ich geil. Finde ich schon mal richtig gut. So. Aktenschrank sollst du auch bekommen. Mülleimer. Nerds brauchen keine Fenster. Ja, so kann man es auch sehen. Die stören eh nur. Die lenken ab, sagst du, ne? Komm. Elektroheizung. Kriegen wir dich hier ran? Mal drehen. Heizung. Darf nicht fehlen. Lämpchen. Dieses Real Life ist so ein doofes Spiel. Ja, absolut. Sehe ich auch so. Warte mal, machen wir das Snapping mal aus. Vielleicht kriegen wir dich dann irgendwie da reingequetscht. Ja, geil. Geiler Tipp. Sehr geil. Sehr cool. Danke für diesen genialen Tipp. Man lernt nie aus. So, ein Teppich. So. Ist geil, dass wir ja auf verschiedenen Dingern arbeiten können. Ist immer noch Stufe 1. So, sehr gut. Da haben wir nur einen Arbeitsplatz. Jetzt. Wir müssen uns ja vergrößern. Hilft ja nichts. Flur. Mint. So. Sputnik Cleaner. Mülleimer direkt vom Fenster und einen Wasserspender gibt es ja auch. Expansion und Umsatzsteigerung, ganz genau. Medizinschrank. Na komm. Heizung. So, wir fangen wie gesagt klein an, ne? Brauchen wir natürlich nur ein Klöchen. Aufenthaltsraum auf jeden Fall. So, zack. Ah, die Mucke ist cool. Das gefällt mir richtig gut hier. Finde ich geil. Tut mir leid, ich bin begeistert. Ich mag das Spiel. Merkt man das so ein bisschen? Kühlschrank. Sessel, haben die nur Sessel hier? Ist ja auch ein bisschen Mülleimer direkt in den Kühlschrank. Why not? Nein, gar nicht. So, Heizung kriegt er auch hier. Drehen. Ich würde die gerne irgendwie. Okay. Uhr, siehst du, die haben gar keine Uhr hier. Halt.
Du bekommst eine Uhr. Eine Lampe in der Ecke. Und eine Pflanze gibt's oben drauf. Pflanze. Wild Robot. Jetzt habe ich das zweimal gemacht, aber egal. So, ein Teppich. Packen wir hier auch noch hin. Aber dass wir hier nur Sessel jetzt hinpacken können, ist ein bisschen doof noch. Spielautomaten könnten wir noch machen. Dartautomat. Groovy. Groovy. Und ein Keyboard gibt's auch noch. Die haben ja richtig viel Spaß. So, Sessel grün 1, Sessel schwarz, Sessel 2 blau, Sessel 3 rot, grün, blau. Schieß mich tot. Richtig schön zum Chillen. Ein Tisch wäre noch ganz nice. Und ein TV. Können Sie ein bisschen Fernsehen gucken. Oder auch nicht. Doch, geht. So, direkt vors Fenster. Jetzt fehlt nur noch das Hemd und die irre Brille und wir haben den 70er-Ad. Also mit einem Hemd kann ich nicht dienen. Gerade. Ah, ich kann mit was anderem dienen. Ich sehe bloß nicht mehr allzu viel. Tut mir leid. So. Ein Klo brauchen wir noch, ne? Oh, weia. Was denn? Heute ist alles mal ein bisschen anders. Muss einfach mal sein heute. Spaß muss heute sein. Ey, nur so überlebe ich den heutigen Tag. Ne? Nur so wird das heute. Nein, meine Damen und Herren, das ist nicht Psychiatrie TV, sondern Ad Gaming, genau. Der ist heute on fire, der ist baller, baller heute. Wie sonst eigentlich auch. So, wo machen wir das Becken hin? So, warte mal. Toilette, Waschbecken, Handtrockner, Wasserspender auf dem Klo. Gibt's Wasserspender auf dem Klo? Ich weiß gar nicht. Pflanzen gibt's aber. Kann man machen. Aber den Rest würde ich jetzt nicht unbedingt hier hinpacken wollen. So, Klo haben wir auch. Wir haben das, das, das. Jetzt müssten wir eigentlich nochmal eine Forschung drauf knüppeln. Aber ich muss das wieder absetzen. Sonst sehe ich nichts. Ist sonst zu viel. Er ist heute on Gaming, genau. Bei dir ja, normal nein. Genau, normal kann nur jeder. Ne? Normal kann nur wirklich jeder. Oh. Wir haben was fertig entwickelt. Er ist durch. Er ist durch. Er ist durch. So, ich brauche mal ein neues Genre. Adventure nehmen wir mal mit. So, können wir denn jetzt eine neue Engine mal endlich entwickeln? Ich hoffe, wir können jetzt endlich mal eine Engine entwickeln für ein Nachfolgerprojekt. Bitte lass uns eine Engine entwickeln. Ja, wir können eine Engine jetzt entwickeln, oder? Können wir eine Engine entwickeln? Bitte lass uns eine Engine entwickeln können. Ich bin durch. Lassen Sie mich Arzt. So, DevKits erwerben. Können wir DevKits? Ja, wir können DevKits erwerben. Ich werde bekloppt. Nehmen wir mit. Wir holen uns für die DevKits. Ja. Geld hoch, Hände her, genau. Max Engine geht an den Start. So, und du unterstützt das Ganze, damit wir nämlich das nächste Game raushauen können. So. Klo ist da, Aufenthaltsraum ist da. Fehlen noch die Mitarbeiter und wir brauchen nochmal eine Forschung, glaube ich. Damit wir nochmal Gas geben können, können wir hier noch eine Forschung reinpacken. 3x4 müsste passen. So. Sehr klein der Raum, aber egal. Muss er durch. Kriegen wir dich da ran? Na, machen wir mal so hin. So. Groovy. Ed ist gut drauf heute. Wenn ich mir so auf die Zeit gucke, noch 10 Stunden. Das wird heftig. Das wird richtig heftig heute. Okay, Aktenschrank, können wir dich da hinpacken? Ja, perfekt. Geil. So, Mülleimer gibt es auch noch dazu. Komm. Medizinschrank gibt es hier auch noch mal. Heizung, komm, kriegst du auch noch rein. Und Uhr kriegst du auch noch rein, damit du weißt, wann du stempeln musst.
schöne Lampe hier noch. Direkt vorm Aktenschrank, damit du auch nicht rankommst. Und hier ein Pflänzchen. Und, und das schwerste Spiel hast du dir für den Schluss aufgehoben. Das wird so end geil, ja. Ja, das wird interessant. So, kriegen wir dich hier. Passt perfekt rein, ey. Es ist ja ein Träumchen. Ein Träumchen. Okay, jetzt können wir noch ein paar Arbeiter einstellen. Hi Amix, ich mache gerade meine Pause von der Hausarbeit und habe einige Fragen zum Thema Wunschmission. Ja, dann hau raus. Dafür bin ich da. Ich beantworte heute alle Fragen. Alles, was du schon immer wissen wolltest. Arbeitsmarkt. Also ich brauche noch einen Typ zum Forschen. Ein bisschen.